Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser. Ich wünsche euch erstmal schönen Dienstag und begrüße euch zur 15. Geschichtsstunde von Egon. Und ja, heute wird es wieder etwas geschichtlicher und auch, was Deutschland betrifft, interessanter. Denn letztes Mal ja viel Österreich. Und international. So beginnen tue ich aber erst einmal mit ja, etwas Epochalen, mit der industriellen Stahlproduktion. Industrielle Stahlproduktion führt zu Neuerungsschub. Also es war eine wichtige Sache damals, ähnlich wie heute unsere sogenannte Digitalisierung. Und da gibt es natürlich kein festes Datum dazu, geht es allgemein 1855. Der britische Ingenieur und Erfinder Sir Henry Bessemer entwickelt mit der Bessemer-Birne ein neues Verfahren zur Stahlproduktion. Es zieht in den folgenden Jahren eine ganze Reihe von Innovationen nach sich. Erst durch diese Neuerungen verlässt die Erzeugung von Stahl und Eisen den Bereich des Handwerks und wird durch Massenherstellung auf eine rentable Grundlage gestellt. Ja, der normale Hufschmied wurde da langsam uninteressant. Ein besseres Verfahren. Im Jahr 1783 hatte das sogenannte Puddelverfahren die Möglichkeit eröffnet, das im Hochofen gewonnene kohlenstoffreiche Eisen zu entkohlen. Seit etwa 1840 hat sich dieses Verfahren in der Eisen- und Stahlindustrie von Großbritannien und Mitteleuropa etabliert. Es beseitigte die einstige Abhängigkeit von den schwedischen und russischen Eisenhütten, weil man früher zur Stahlerzeugung Holzkohle benötigte, die nur in Nord- und Osteuropa ausreichend vorhanden war. Doch das Puddelverfahren hat auch große Nachteile. Der dadurch gewonnene Stahl ist nicht frei von Phosphor- oder Siliziumbeimengungen und daher für feinere Verarbeitung nicht geeignet. Eine Steigerung der Qualität kann nur erreicht werden, wenn die Unreinheiten im flüssigen Eisen auf chemischem Weg eliminiert werden. Den Umschwung zum industriellen Hüttenwesen bedeutet die Bessemer-Birne. Mit ihrer Hilfe lässt sich das geeignete Roheisen mit Luft durchblasen und in großem Stil im Stahl umwandeln. Die ersten von Bessemer in einem eigenen Stahlwerk aufgestellten Konverter in Klammern Umwandler fassen 2 Tonnen um 1900, werden bereits Öfen mit 20 Tonnen Fassungsvermögen betrieben. Rasch setzt sich das neue Verfahren international durch. Am 16. Mai 1862 nimmt auch Alfred Krupp in Essen sein erstes Bessemer Stahlwerk in Dauerbetrieb. Nächste Überschrift: Innovationsschub. Das Bessemer-Verfahren gibt den Anstoß für weitere Neuerungen auf dem Gebiet der Schwerindustrie. Die Franzosen Emile und Pierre Martin und der Deutsche Wilhelm Siemens entwickeln 1864 den Siemens-Martin-Regenerativofen, in dem sich auch minderwertigste Eisensorten, sogar Schrott, in Verbindung mit kohlenstoffarmen Eisen zu hochwertigem Stahl verarbeiten lassen. Dieser im Siemens-Martin-Ofen gewonnene Stahl erweist sich hinsichtlich der Festigkeit als sehr zuverlässig. Er eignet sich deshalb unter anderem für Brücken, Zahnräder und Schiffsschrauben. Durch technische Innovationen kann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erstmals Stahl exakt in der gewünschten Qualität und Reinheit angeboten werden.
Während von der Massenherstellung vor allem die Eisenbahnen mit ihrem steigenden Rohstoffbedarf profitieren, ermöglicht die nun erreichbare hohe Qualität des Stahls eine Hochkonjunktur im Fahrzeug- und Maschinenbau, im Bau von Werkzeugmaschinen und Präzisionsinstrumenten. Die Ausweitung der Stahlerzeugung hat auch Innovationen auf anderen Gebieten zur Folge. So fällt bei der Entgasung von Steinkohle unter anderem Leuchtgas an. Zahlreiche Abfallprodukte der Kokserzeugung, vor allem der Steinkohlenteer, können weiterverwendet werden. Dies weist den Weg zur Herstellung synthetischer Farbstoffe und zum Bereich der Kohlechemie. Tja, auch hier war mit Siemens ein Deutscher wieder beteiligt, Franzosen, Briten. Wir sehen keine Innovation aus Afrika, wir sehen keine Innovation aus dem arabischen Raum. Dann haben wir ein kleines Bild dazu. Entkohlung des Roheisens in der Bessemer-Birne. Das Bessemer-Verfahren sorgt unter anderem in Deutschland und den USA für die Einführung technischer Neuerungen, die den wirtschaftlichen Rückstand auf das Mutterland der Industrialisierung Großbritannien verringern. Farbholzstich um 1900. Da haben wir die beschriebene Bessemer-Birne. Ein bisschen weg, ist ein ziemlich langes Foto wieder. Wenn wir ein bisschen rangehen wieder, da sieht man das Bildausschnitt etwas größer. So sah das damals aus in einem Stahlwerk. Und heute ähnlich noch, wenn es wohl noch Stahlwerke existieren. Dann haben wir wieder ein paar kleine Randbemerkungen. Der 8. Januar 1855. Die Republik Argentinien unter dem Diktator Justo José de Urquiza und die 1852 aus dem Bundesstaat ausgetretene Provinz Buenos Aires, heute die Hauptstadt von Argentinien, unter Valentin Alsina garantieren sich vertraglich die Unverletzbarkeit ihres jeweiligen Gebietes. Darüber hinaus vereinbaren sie gegenseitige Zollfreiheit und eine gemeinsame Seeflagge. Am 7. Februar 1855 der russisch-japanische Handels- und Grenzvertrag von Simot sieht die gemeinsame Verwaltung der Halbinsel Sachalin vor. Der Vertrag leitet die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Staaten ein. Und damit sind wir schon auf der nächsten Seite. 8. Februar 1855. Und jetzt wird es wieder interessant für Deutschland, für Preußen, für unsere eigene Geschichte. Erster Erfolg für Bismarck. Im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen auf der Krim zwischen Russland und den Verbündeten Türkei, Großbritannien, Frankreich, Piemont und Österreich kann Otto von Bismarck, der preußische Gesandte am Bundestag, seinen ersten großen diplomatischen Erfolg erringen. Auf Initiative Bismarcks beschließt der Bundestag keine Mobilmachung gegen Russland, von dem sich Österreich bedroht sieht, sondern eine bewaffnete Neutralität zur Abwehr drohender Gefahr in jeder Richtung. Dadurch wird einerseits verhindert, dass sich Preußen für politische Ziele Österreichs einspannen lässt. Andererseits kann Bismarck erstmals die Zustimmung der deutschen Klein- und Mittelstaaten erringen. Mit dem Krimkrieg will sich Russland die Herrschaft über den Bosporus und damit den Zugang zum Mittelmeer verschaffen. Aus Furcht vor einer russischen Übermacht im Mittelmeer hatten Großbritannien und Frankreich Flottenverbände in das Schwarze Meer entsandt. Zwar hatte Österreich im April 1854 mit Preußen eine Defensivallianz vereinbart, doch verhindern die Beschlüsse vom 8. Februar 1855 ein Eingreifen Preußens und des Deutschen Bundes gegen Russland.
Otto von Bismarck begründet mit seinem Engagement in der Krim-Frage seinen politischen Ruhm. Er bleibt weitere 4 Jahre Gesandter Preußens im Frankfurter Bundestag, wechselt jedoch 1859 als Gesandter nach Sankt Petersburg und wird 1862 deutscher Botschafter in Paris. Die dort gesammelten Erfahrungen der Außenpolitik bringt der Staatsmann ab 1862 in sein Amt als preußischer Ministerpräsident und Außenminister ein, das ihm vom preußischen König verliehen wird. Tja, wird ja mal von den roten, linken, grünen, den Preußen angedichtet, die böse Militärmacht, Militaristen etc. Hier hat der Otto von Bismarck, im Übrigen einer in der Geschichte Deutschlands, den ich als Vorbild wäre zu viel gesagt, aber als, ja, als Figur, die ich sehr schätze, hat Otto von Bismarck hier den Krieg gegen Russland verhindert. Ne? Aber die Rot-Links-Grünen haben halt immer nur eine Scheuklappenrichtung. So wie sie sich das einbilden, die Welt und die Geschichte, ist sie halt. Muss ich eine kleine Anekdote aus dem Bundestag letztens nochmal dazwischen fügen. Da musste ich mich sehr amüsieren, wenn man ein bisschen sich mit Geschichte auskennt. Ging es um die Petition, da sprach ein AfD-Politiker an, dass damals in Preußen Petitionen schon möglich waren, etc. Und das böse Preußen ja gar nicht so schlimm war, etc. Natürlich musste die Linke wieder dagegen halten und erzählte was vom alten Ägypten, dass es dort auch ähnliche Sachen gab. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wie die Bezeichnung war. Bis dahin richtig. Aber dann wollte sie uns wieder multikulturisieren und belehren und erzählte, oh, ob sie das jetzt stört, dass das aus Arabien oder von arabischen Raum kommt. Die Frau hat keine Ahnung. Im alten Ägypten gab es keine Araber. Im alten Ägypten, das waren wirklich Ägypter, das waren Ptolemäer, das waren mehr von Europa her geprägte, die Araber nach Ägypten kamen, viel, viel später. Nur so viel für die Linken als Geschichtserklärung. Ne? Ja, hier noch ein Bild von Otto von Bismarck. Porträt Otto Fürst von Bismarcks aus seiner Zeit als deutscher Reichskanzler. In Klammern ab 1871 seinen politischen Aufstieg verdankt Bismarck seinen diplomatischen und strategischen Fähigkeiten. Die Grundlage dafür legt er in seiner Zeit als preußischer Gesandter am Bundestag in Frankfurt am Main. Und wir hatten ja schon mal ein Bild, wo er noch Jungspund war. Hier sehen wir ihn so, wie man eigentlich heute so alle kennen, ne? Mit etwas weniger Haar, dicken Bart und grauen Haaren. Ja, weiter geht's und da geht's wieder um Russland. Der 2. März 1855. Alexander der Zweite wird russischer Zar. Nach dem Tod Nikolaus des Ersten besteigt sein ältester Sohn Alexander der Zweite im Alter von 36 Jahren den russischen Thron. Zar Nikolaus der Erste war am 18. Februar gestorben. Er hatte international hohes Ansehen genossen, da er die Revolutionsarmeen in Ungarn und Siebenbürgen geschlagen hatte. Der Höhepunkt seiner Machtstellung war jedoch schon bald vorüber, nachdem er 1853 den Krimkrieg begonnen hatte. Noch während der Krieg tobte, starb der russische Herrscher. Unter dem jungen Alexander dem Zweiten erlebt Russland eine Periode der Reformen. Durch die Aufhebung der Leibeigenschaft, die Neugestaltung des Bildungswesens, des Rechtswesens und der Verwaltung erhält Alexander den Beinamen Zar-Befreier. Außenpolitisch ist der Herrscher bemüht, die Isolierung Russlands zu überwinden, die insbesondere durch den Krimkrieg noch verstärkt worden ist. Dabei wendet sich Alexander der Zweite vor allem an Frankreich, jedoch ohne Erfolg. Und an Preußen, das dadurch russische Rückendeckung bei seinen Kriegen gegen Dänemark, Österreich und Frankreich erhält. Darüber hinaus verfolgt Alexander das Ziel, die russische Expansion nach Osten fortzusetzen. 1860 gründet er Wladiwostok.
Gleichzeitig muss China in den Verträgen von Aigun und Peking die Flüsse Amur und Ussuri als Grenze anerkennen. In Innerasien dehnt der Zar das Territorium Russlands bis an die Grenzen Persiens und Afghanistans aus. Ja, da sieht man, damals waren wir noch Verbündete und das hatte gegenseitige Vorteile. Heute kommen kleine Marsmenschen und wollen das große Russland belehren. Ich sag's euch ehrlich, den Typ, den nimmt doch keiner ernst. So was als Außenminister in die Welt zu schicken, zeugt von der Unfähigkeit dieser Regierung und der Mangel an gutem Personal in unseren sogenannten politischen Eliten. Ne? Ein für mich totaler Lusche. Ja. So, dann geht es weiter mit einer kleinen Randbemerkung. 1855, der italienische Physiker Luigi Palmieri baut den ersten Seismographen, der die Stärke und Dauer von Erdbeben anzeigt und registriert. Dann der Brite Edward Hughes erfindet einen elektrischen Typendrucktelegraphen. Er wird 1866 in Deutschland und 1868 auch international zum Betrieb zugelassen. 1855 Elektrotherapie begründet. Guillaume Benjamin Armand Duchesne de Boulogne veröffentlicht seine Schrift über die lokalisierte Elektrisierung und ihre Anwendung in der Pathologie und Therapeutik und wird damit zum Begründer der modernen Elektrotherapie. Duchesne weist nach, dass man den Strom auf bestimmte unter der Haut gelegene Teile konzentrieren kann. Bald hat er Heilerfolge bei Lähmungen und Neuralgien und gibt Hinweise auf eine verfeinerte Diagnostik von Nervenkrankheiten. Ja, es wurde viel erfunden. Das war eine Zeit des Aufbruchs, weil damals auch freies Denken erlaubt war. Das war die Zeit, wo jeder seinen freien Geist oder seinem Geist freien Lauf gelassen hat. Heute ist genau das Gegenteil der Fall und es kommt nur Schrott raus. Ne? Es geht nichts richtig vorwärts und mehr zurück. 12. März 1855, Bürgerkrieg in Nicaragua. Während des nicaraguanischen Bürgerkriegs stirbt der seit 1853 amtierende Präsident Frutos Chamorro in der von Aufständischen unter dem Gegenpräsidenten Francisco Castellón eingeschlossenen Stadt Granada. Der Ort gilt als Hochburg der konservativen Elite des Landes, die sich einen erbitterten Kampf mit den Liberalen liefert. José María Estrada führt als neuer Präsident den Kampf gegen die Belagerer fort. Die konservative Regierung kann sich jedoch nur noch bis Oktober halten. Lupe zu früh weggenommen. Ja. Und dann, jetzt will ich mal schauen, die letzten zwei großen Abschnitte und zwei Randbemerkungen, dann sind wir durch für heute. Um 1855, das Radfahren. Streit um Tretkurbelfahrrad. Der französische Wagenbauer Pierre Michaud beschäftigt sich mit der Konstruktion eines Fahrradantriebs. Er kennt weder den Trethebel des schottischen Schmieds Kirkpatrick Macmillan noch die Vorderrad-Tretkurbeln des Schweinfurter Instrumentenbauers Philipp Moritz Fischer. So skizziert er zunächst Entwürfe. Eines Tages kommt er auf die Idee, das Rad anzutreiben wie einen Schleifstein mit Tretkurbeln. Wenn dies geschieht, darüber gehen die Meinungen auseinander. Ursprünglich ist stets vom Jahr 1855 die Rede. 1893 versichert jedoch Michauds Sohn Henri in einem Brief, das Jahr 1861 sei korrekt. Fest steht, dass Michaud an seine Erfindung glaubt und eine Fertigung für Tretkurbelfahrräder einrichtet. Er baut den Rahmen bald aus Eisen statt aus Holz und befestigt den Sattel federnd auf einem schwach gebogenen Stahlband. Außerdem bringt er bereits eine gegen den Radreifen drückende Hinterradbremse an. Bei seinen praktischen Arbeiten unterstützt ihn sein Sohn Ernest.
Wenn Michaud sein erstes Tretrad erst 1861 fertigt, dann kommt ihm ein anderer Franzose zuvor, der Schmied und Karosseriebauer Pierre Lallemand aus Pont-à-Mousson baut nach eigenen Angaben 1860 eine erste einspurige Draisine mit Tretkurbeln. Die Pedale seien einfache Buchsbaumspulen gewesen, durch die er Eisenstäbe gesteckt habe. Freunde hätten ihm vorgeschlagen, sein Fahrrad in Paris vorzuführen, und das sei 1863 auf dem Boulevard Saint-Martin geschehen. Fest steht, dass Lallemand in diesem Jahr Michaud kennenlernt und sich entschließt, dessen Mitarbeiter zu werden. Er selbst will in dessen Werkstatt das erste Zweirad mit Tretkurbelantrieb gebaut haben. Michaud und Lallemand fertigen vorübergehend gemeinsame Michulinen, bevor Lallemand nach Amerika auswandert, dort aber erfolglos bleibt. Als er 1867 nach Paris zurückkehrt, wird Michaud dort als Erfinder des Tretkurbelantriebs gefeiert. Ja, das ist das, wo wir alle beim Fahrradfahren drehen müssen, drehen. Hat der Mann erfunden. Und hier haben wir ein Bild davon. Ernest Michaud, der Sohn des französischen Fahrradbauers Pierre Michaud, mit einem eisernen Tretkurbelfahrrad, in Klammern Michulin, von 1868. Umstritten ist, ob sein Vater als erster das Tretkurbelfahrrad erbaut hat. Buchillustration von 1871. Da haben wir dieses Fahrrad. Na, jetzt haben wir es komplett drin. Ja, sah imposant aus damals. Ja, hat sich mächtig viel verändert, auch beim Fahrrad. Als Nebenbemerkung, 1. Juni 1855 in der Revue de Deux Mondes in Paris erscheinen unter dem Titel Die Blumen des Bösen Gedichte von Charles Baudelaire. Er begründet damit den literarischen Symbolismus. 13. Juni 1855 in Paris findet die Uraufführung der Oper Die Sizilianische Vesper des italienischen Komponisten Giuseppe Verdi statt. Den historischen Hintergrund bildet die Erhebung der Sizilianer gegen die Franzosenherrschaft am 30. März 1282. So, und das letzte heute wird es noch mal ein bisschen frisch bei der Wärme. Ja, der 5. April 1855, öffentliche Badeanstalt in Europa. Die öffentliche Wasch- und Badeanstalt Schweinemarkt öffnet in der Hamburger Innenstadt ihre Pforten. Die Anlage ist die erste ihrer Art in Europa. Erst die nach dem großen Brand 1842 in der Hansestadt installierte moderne Wasserversorgung nach Plänen des britischen Ingenieurs William Lindley hat den Bau ermöglicht. In den größeren Städten entstehen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vielerorts öffentliche Wannenbadeanstalten bzw. Volksbadeanstalten mit Wannen- und Brausebädern. Die kreisrunde Hamburger Warmbadeanstalt liegt in der Nähe des Gängeviertels, eines von ärmeren Schichten bewohnten Quartiers, und erfüllt auch eine sozialpolitische Aufgabe. Mehr Sauberkeit und Hygiene bedeutet zugleich eine geringere Anfälligkeit für Seuchen und übertragbare Krankheiten. Für ein geringes Eintrittsgeld können die Hamburger die 65 Wannenbäder benutzen. Tja, heute lassen wir sie verfallen, sie werden abgerissen, etc. Wir können immer weniger Leute schwimmen. Ne? Also, es ist schon, ich muss auch zugeben, ich habe lange gebraucht durch meine Krankheiten, die ich schon als Kind hatte. Durfte ich immer nicht schwimmen gehen und habe dann aber mich doch durchgerungen im höheren Alter. Ich sage, es muss sein, heute kann ich zwar wie eine bleierne Ente, aber es geht. Ja, aber auf jeden Fall ist es schon traurig, wenn man sieht, weil wir alles Vorreiter waren, ob das Schwimmbadbau war, etc. Heute lassen wir alles verfallen. Heute machen uns die Grünen so großen Freizeitpark, und Industrialisierung ist wie so ein
wie so ein Satan geh von mir in Deutschland geworden. Ne? Ich meine, ist alles schön und gut. Natürlich möchte nicht jeder irgendwo zwischen Industriegebieten leben oder sonstiges. Aber fressen und saufen wollen sie trotzdem alle. Ne? Und nur vom Freizeitpark kann keiner leben. Ja, hier haben wir nochmal ein kurzes Bild zum Abschluss heute. Bassin in einer französischen Badeanstalt in maurischem Stil. Die Erkenntnis, dass Hygiene die Ausbreitung von Krankheiten dämmt, führt im 19. Jahrhundert zum Bau öffentlicher Bäder. Fotografie um 1880. Ja, auch solche Sachen haben dann immer noch einen ganz wichtigen Nebeneffekt gehabt. Und deswegen haben wir heute wieder ja, bestimmte Krankheiten unter Umständen, die man damals nicht hatte, die ausgerottet worden sind. So, leider sparen unsere Eliten und unsere schlauen Leute in Wirtschaft und Politik momentan sehr, sehr am falschen Ende. Wir machen unsere Zukunft kaputt. Schauen wir zu, dass wir sie schnell loswerden, weil ich kann sie nicht mehr sehen. Diese Seehofers, diese Merkels, diese Maas, diese Scholz, es ist unerträglich, was da als angebliche Eliten rumläuft. Für mich sind das alles Nieten. Tschüss, schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal, euer Egon.